Amicia, Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? So, da haben wir Bautz gemacht. Sachte. Ganz langsam. Und mit diesem Bautz ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video zu A Plague Tale Innocence. Ja, zuletzt war es relativ heftig. Wir waren wieder in unserer Heimat, in unserem, wie soll ich jetzt sagen, kaputten Zuhause. Von Ratten übernommen, von der Pest übernommen, von allen möglichen Sachen übernommen, die da eigentlich nicht sein sollten, die wir da nicht haben wollen. Und es ist ziemlich abgegangen da. Da haben sich Ratten zu Türmen aufgebaut und sind da rotierend auf uns zugekommen. Die mussten wir mit Feuer bekämpfen und hast du nicht gesehen. Alles ziemlich stressig. muss ich auch ein bisschen schneiden. Ansonsten aber eigentlich chillig. Ja, jetzt sind wir nun hier. Der gute Hugo hat sich verdünnisiert. Der hat sich seine Kette geschnappt und ist jetzt wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auf der Suche nach der Mutti. Denn wir haben ja festgestellt, sie muss noch leben. Ja. Wir sind nach wie vor Amicia. Das wird sich nicht ändern. Wir sind in Kapitel 13, welches den Namen Buße trägt. 16 nicht Kapitel anhalten. Gibt es meines Erachtens. Weiter. Hugo! Das heißt, wir sind höchstwahrscheinlich nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Je nachdem, wie lange sich jetzt die Kapitel hier noch erstrecken. Denn das eine war mal kürzer, das andere war mal länger. Aber allzu lange kann es nicht mehr dauern. Jetzt sind wir ja natürlich zum ersten Mal seit langem wieder ohne Begleitung unterwegs. Das ist ein kleines bisschen ungewohnt jetzt hier auch. Es ist auch Winter. Ein Dorf? Ja. Hier? Ist aber auch nicht das, wo wir am Anfang waren, oder? Am Anfang des Spiels. Mal schauen. Moment mal. Also hier ist noch tiefster, also was heißt tiefster Schnee, aber deutlich sichtbar Schnee. Ja. Gut, ich meine, hier ist auch Schnee, aber hier liegt keiner. Ich wüsste auch nicht, dass es seinerzeit Winterdienst gab oder so. Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Ich höre Fensterläden. Fühlst du dich besser? Wie geht es den Kleinen? Wer ist das? Clavi? Seid ihr das? Clavi? Habt ihr Hugo gesehen? Wer ist das? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber Stimme wir kommt haben auf jeden Fall näher. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ach, ist doch die Dings. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Ja, da haben wir damals das erste Mal unsere Ausrüstung aufgerüstet. Tach, Obi, wie geht's dir? Ah, naja, ist egal. Will ich eh nicht wissen. Ich hau ab. Was ist das? Was geht hier vor? Das muss eine Art Traumsequenz sein, denke ich. Ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen.
sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er doch. Das ist er. Muss ich hier rein? Geht das? Ja. Die Mutti, hallo. Mutter? Amicia, komm her. Ja, komm Mutter. Schon. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sie selbst. Bin ja mal gespannt. Danke, Mutti. Wo ist er nun? Hugo? Im Bettchen? Unterm Tisch? Also hinterm Tisch? Huh, da ist er doch. Mach doch mal die Augen auf. Tag. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du wirst eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Usch. Hau doch der Schwester, ne? Sag einmal. Definitiv geht's mal in die Richtung da. Ich gucke mich trotzdem mal um, wie ich das immer so tue. Das ist er. Hugo. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Ha, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Mehrere? Oh, lacht nur, solange ihr noch könnt. Okay. Es scheinen nur die zwei zu sein. Das heißt, sie kriegen jetzt einen Stein an den Kopf. Da habt ihr euch also versteckt. Ups. Ja, sterben konnten wir schon immer gut. Also. Wo bist du? Also, Freunde. Was ist der? Gleich mal Distanz und so weiter, ne? Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Ha, das gäbe nochmal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. So, das heißt, ich werde jetzt den ersten erledigen und dann muss ich mich aber gleich mal so ein Meterchen hier zurückziehen. Beziehungsweise ich könnte, warte mal, habe ich noch einen Topf dabei? Warum habe ich die Hälfte nicht, hä? Warum habe ich keine Töpfe? Warum habe ich hier unten gar nichts? Was ist denn passiert? Stimmt das? Okay. Also, Ratten scheinen mal nicht hier zu sein, das heißt, Ratten auf die Locken bringt mal nichts. Das heißt, ja, wir bleiben im Moment bloß die Steine, ne, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, also es war wohl mein Fehler, dass ich mich tatsächlich aufrecht hingestellt habe. Da hat mich der andere gleich gesehen. So konnte er mich nicht gleich sehen. Ich frage mich allerdings tatsächlich, wo meine ganzen unteren Ausrüstungsgegenstände hin sind. Aber gut. Die haben mal nix. Hugo, wo bist du? Wo bist denn du? Da bist du. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder?
Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. No. Ich guck trotzdem erst... Nee, ich komm da nicht rein. Okay. Diese lecker Wegen da, da bin ich immer gerne am Checken, ob das irgendwie zu öffnen ist. Aber ist in dem Moment, glaube ich, auch nicht gedacht. Ich glaube, wir sind gerade relativ, wie soll ich jetzt sagen, reduziert von dem her, was wir machen können. Wie gesagt, Hälfte der Ausrüstung fehlt. Die zwei Herrschaften hatten jetzt auch nichts dabei zum Aufsammeln. Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Bille. Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Ach Hugo, Mensch, hier! Muss aufpassen! Ich komme, Mama! Komm, ich guck mich erstmal um, ne? Hier geht's nicht weiter, ne? Hier unsichtbare künstliche Mauer, ne? Und damals konnte man auch noch nicht über Baumstämme laufen, wenn die im Weg lagen. Das war doof. Auch mit einem Grund, warum sich so viele Leute damals schon mit 30 umgebracht haben. Oder so. Beziehungsweise arg alt wurde man ja nicht, ne? Nicht nur wegen der Pest, meist auch wegen mangelnder Zahnhygiene und sowas. Nein, Hugo! Aber zu viel Info ist ja auch nichts. Manchmal. Jetzt mal, Junge, jetzt musst du aber langsam mal stehen bleiben. Das könnte auch eine Falle sein. Wieso sind ja auch Kerzen? Ist das immer noch ein Traum? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Ich gehe da, glaube ich, nicht hin. Ich muss da eh rein gleich, schätze ich. Was denn du? Ist der Junge jetzt zur Tür reingegangen oder ist der hier in das Loch rein? Ich habe jetzt ehrlich gesagt durch lauter Laberei überhaupt nicht drauf geachtet. Ich gehe jetzt auch mal nach unten, bevor ich die komplette Atmosphäre zerstöre. Nein! Nein! Sind doch keine Ratten hier? Nur Zeugs? Das ist immer noch ein Traum, glaube ich. Ja, ja, natürlich ist es ein Traum. Ein Albtraum. Haltet den Mund, lasst mich gehen! Ich habe es für ihn getan und ich würde euch wieder töten! Ich würde euch alle töten! Ah ja, ein kleines bisschen Psychotrauma hat jetzt auch die Frau, ne? Oh, guck mal. Sind ja auch Ratten hier überall. Ja. Entzündet Blut, lenkt Gegner ab. Ich hab. Deborantis. Das ist. Also, ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier einfach in die Ratten reinlaufen kann. Was tust du? Das ja. Ist doch kein Ort, ja, das passiert nicht wirklich, ne? Eieiei, ist das heftig. Ja, auch wieder ein kurzes Kapitel. Sind wir schon in Kapitel 14, Blutlinien. Das ging ja zackig jetzt, ne? Auch nicht viel gemacht, nicht viel erlebt, aber heftig dafür. Ja, dann geht's gleich mit Kapitel 14 weiter. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Ich glaube, das ist jetzt das dann Realität. Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Aber in welcher Hinsicht, ne? Läuft es darauf hinaus, dass er sterben muss, der Hugo? Spielen wir jetzt Hugo etwa? Es sieht nämlich so aus. Ich bin Hugo. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Hugo hat keine Waffen. Wenn ihn jemand findet, wird er
wird der Alarm ausgelöst. Oh je, das heißt, hier geht's jetzt voll knackig ab mit Stealth-Action oder irgendwie so. Heieiei, jetzt bin ich der Hugo. Das geht ja mal ab. Das heißt, ich muss schleichen. Die Schränke sind ja interessant. Okay. Nicht schlecht. Finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Jetzt hatte ich irgendwann... Ja. Am Anfang dieses Videos und in einem der vergangenen Videos ja tatsächlich behauptet, wir werden niemals jemand anderen spielen als Amicia. Also jetzt stellen wir auch endlich mal fest, wie Hugo sich fühlt, ne, mit den Kopfschmerzgeschichten und so. Ich muss jetzt natürlich extrem vorsichtig sein, ne, wenn mich jemand sieht, wird Alarm ausgelöst. Das heißt A, leise, B, vielleicht irgendwo auch im Schatten. Hier ist jetzt zwar niemand, aber trotzdem ist es vielleicht empfehlenswert, nicht mitten durch den Raum zu laufen. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Okay. Also da ist jemand. Nee. Oder? Nee, es ist schon hier jemand, aber ich muss halt da rein, ne? Geht nie anders. Aha. Ich kann jetzt echt bloß mich verstecken und schleichen. Okay, der geht also nicht weiter als... Was macht er da? Geht's denn jetzt hier weiter? Ich denke mal, ich muss mich so Stück für Stück in diesem Gang vortasten. Ich gehe mal hier hin. Ja, scheint ganz gut zu sein. Noch mal jemand. Und durch diese Tür muss ich vielleicht, ich weiß es nicht, oder muss ich nach links? Auf jeden Fall habe ich jetzt mal zwei Leute hier um mich, die potenziell eine Gefahr darstellen. Gut, wobei der da vorne, der achtet nicht so drauf, so wie es aussieht. Mein größtes Problem ist der Helmheini hier. Interessant. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich, wenn ich in diese Wanne reinsteige, hier entfliehen kann. Auf die Tür zuzugehen, scheint mir keine Option. Da sieht mich der andere. Allerdings, wenn ich in die Wanne reinsteige, sieht mich wiederum der Schaufeltyp. Helmtyp, wie auch immer. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Ganze auf Gewicht basiert. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht auf Gewicht basiert. Ja, ja, du hast gar seltsam. Nichts gesehen. Ja, ist sehr seltsam. Geh mal gucken. Okay, also das scheint jetzt nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Habe ich gar nichts dabei. Keine Waffen, nicht mal Steinchen kann ich aufsammeln zum Werfen. Kann ich da drüben irgendwie... Ich sehe es leider nicht, ob da irgendwie ein Durchgang ist. Wieder so ein Loch im Boden oder halt in der Wand. Ich weiß gerade nicht so genau, wie ich hier rauskommen soll. Also wie gesagt, in diese Wanne reinklettern, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, das funktioniert nicht. Ah ja. Aber so ähnlich. So, darf ich nur nicht zu voreilig hier agieren. Es sind ja überall so Leute. Heieiei. Hell erleuchtet ist der Bildschirm. Oh, das ist
Was ist groß? Materie aller Materien. Einzigartiges okay. Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Ja. Da ist Licht. Das ist ja schon mal gut, dass da welches ist. Ich versuche jetzt einfach mal hier dem zu folgen, mehr oder weniger. Da ist nochmal einer, da muss ich jetzt aufpassen. Da unter dem Tisch durch, würde ich mal behaupten. Jetzt muss ich nur gucken, dass mich der Hyopai da nicht sieht beim... Ja, der sieht mich noch nicht. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episamuels schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Uiuiui. Episakuis machen sie also hier. Ne, ist klar. Unter Tisch. Anders geht's auch nicht, glaube ich. Soll nicht. Muss nicht. Speichert. Gut. Hier ist noch. Ne, da geht's nicht. Okay. Könnte ich, glaube ich, wenn ich wollte, ja. Ich gucke aber erstmal, ob es auch anders geht. Was ich aber nicht wirklich glaube. Ja, also wenn ich mich hinter ihm direkt lang schleiche, wird er mich wahrscheinlich bemerken. So weiß ich jetzt nicht. Der scheint ja doch sehr darin vertieft zu sein, mit dem Finger auf das eine Buch zu zeigen. Machen wir mal weiter. Speicherort ist ja nicht allzu weit. Des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Gut. Das Ficken! Ich sollte zurückgehen. Hat mich noch jemand gehört? Nee, der da vorne ist immer noch am Finger zeigen. Nichts mehr gefunden. Aber oh yeah. Wir sollten vorsichtig sein. Okay, also aufpassen wegen Flaschen. Gut zu wissen. Links vorbei scheint doof. Ich glaube, da geht's rein. Nichtsdestotrotz werfe ich trotzdem mal einen Blick rum. Einfach nur mal, um zu kicken. Ich wusste, dass es da nicht lang geht. Geht nicht, ne? Nee. Also. Aufpassen, Flaschen. Frage ist, wie lange steht denn der jetzt dort? Sieht so aus. Es sieht so aus, ja, ja. Vorsicht! Oh, gut, gut. Das ist ja geil. Gefällt mir gut. Speicherpunkt. Wo müssen wir denn hin? Die Richtung scheint die richtige zu sein. Jetzt müssen wir aber... Ja, ja. Jetzt müssen wir den erstmal wieder zurücklaufen lassen. Gehen wir trotzdem mal hier rüber. Ah. Hier geht mal nichts. Das ist jetzt halt so. Aber mit etwas Glück sieht er mich jetzt nicht. Tut er auch nicht. Okay. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Jawohl! Ein innerliches Verlangen nach einer Klavierseite. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und diese Hecke auskratzen müssen. Täuschen mich meine Augen? Nee, also ja. Du wirst aber nicht die Treppe runterkommen, oder? Oh, du wirst die Treppe runterkommen.
Ja. Das ist jetzt scheiße, ne? Okay. Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen okay. müssen. Okay. Also, dahin gehen wir jetzt schon mal nicht. Da sieht er mich. Jetzt ist die Frage, macht er da irgendwas? Guckt er mal schnell nach rechts oder sowas? Oder hat er mich nur gesehen, weil ich... Ah? Dabei hat er mich wohl gesehen, bei dieser Bewegung. Wenn er jetzt weitermacht, gehe ich an ihm vorbei. Ja. Ne? Einmal ist frei. Oh, wieder Flasche, das war knapp. Heieiei. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Ja, genau. Aber wer beschützt denn mich? Jetzt gerade. Okay, also der da läuft definitiv mal hin und her. Ich muss warten, bis er wieder nach hinten geht, weil so einen anderen Weg sehe ich jetzt mal gerade nicht. Der vordere Mann hier ist schwer beschäftigt. Das war doch nicht, oder? Ne? Alter. Okay, ist in Ordnung. Läuft. Hey, da unten, das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ja, ich mache hier mal einen auf schnell. In der Hoffnung, dass er mich nicht bemerkt. Gut, gut. Läuft. Finde ich klasse. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Ich habe keine Angst. Keine Angst. Und durch die Stadt nee, brauchst du auch nicht. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Angst hilft ja nicht. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Aha. So funktioniert das also. Bin ja überrascht. Okay, hier also wieder hoch. Jetzt ist nur die Frage. Ja, das sind ja Leute. Komm schon, sei mutig. Ja. Ist hier lang besser oder ist andere Seite besser? Hier oben ist ja theoretisch einer, ne? Vorher war das. Also. Ja, der guckt zwar nicht in die Richtung, aber der kann ja jederzeit mal einen Blick nach drüben werfen. Deswegen ist die Richtung wahrscheinlich schlecht. Allerdings scheint es auch nicht anders zu gehen. Supi. Videolänge wäre eigentlich auch schon fast erreicht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich vielleicht eine Minute oder so rausschneide. Vom Sterben her. Dann, kommt das an für sich wieder hin. Ich hoffe jetzt, oder ich probiere jetzt einfach mal, mit dem Hugo hier komplett rauszukommen aus der Angelegenheit. Zumindest mal bis zu einem Punkt, an dem vielleicht ein schönes Videoende machbar ist. Flasche aufpassen, ne? So. Gut, noch. Da wird geheizt. Schönes Ding. So, Treppe hoch. Das ist jetzt auch durchs vermehrte Schleichen jetzt hier wieder ein relativ, also ich sag jetzt mal relativ, verhältnismäßig langes Kapitel war, wenn man überlegt, was wir für welche hatten. Cool. Keiner hat dich gesehen. Die fast nur aus Cutscenes bestanden. Hier muss ich jetzt allerdings mit dem Dampf aufpassen, bin ich der Meinung, ne? Bin mir ziemlich sicher. Der Rauch, er versteckt mich. Der Rauch versteckt dich, das heißt, du kannst wahrscheinlich da durch. Das machen wir aber im nächsten Video, denn die Videolänge ist eigentlich relativ gut erreicht. Und es hat gerade gespeichert und es ist wunderschön. Es geht im nächsten Video an exakt gleicher Stelle weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es unbedingt sein muss, auch eins nach unten. Ein Kommentar wäre nicht schlecht. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt und falls ihr das möchtet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.